So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch zu einem kleinen Müller DM Norma Kaufland Haul. Ich habe euch jetzt schon ein Food Haul abgedreht und jetzt habe ich mir noch ein paar Sachen im DM und so weiter mit. Es ist nicht viel, ich wollte eigentlich auch gar nichts kaufen, aber ja, ich zeige es euch jetzt einfach mal und lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, los geht's. Ich habe wie gesagt ein Food Haul gedreht, habe aber das, was ich im Kaufland an Reinigungssachen und so mitgenommen habe, nicht gezeigt, weil ich denke, das passt besser in den Haul jetzt rein. Und von daher fangen wir mal an. Ich habe im Norma einen Reiniger mit, weil ich keinen mehr habe zum Aufwischen. Und der geht bei uns relativ schnell leer. Keine Angst, ich trinke den nicht oder so, aber da wir hauptsächlich Fliesen haben und jetzt auch bald draußen den Gang fließen wollen, wische ich doch schon relativ oft in der Woche und da geht schon was schon drauf. Das ist mit Lavendel, mit Lavendel, der riecht gut. Dann habe ich mir wieder einen Glasspüler nachgekauft für die Spülmaschine. Mein anderer, den ich noch drin stehen habe, da ist noch so viel voll. Und bevor ich jetzt wieder keinen habe, habe ich den gleich mitgenommen. Preise kann ich euch nicht mehr sagen, keine Ahnung. Dann habe ich, weil ich meine WC-Frischdinger, ich wollte im Netto WC-Frischsteine kaufen, die wieder das Wasser färben, nicht bekommen habe, weil die noch nicht ausgelegt waren, obwohl sie schon im Prospekt waren, habe ich im Norma welche mit. Und zwar die jetzt sind auch solche flüssigen WC-Steine. Saubermax WC-Duftspüler. Das sind jeweils immer zwei drin für 1,99 glaube ich. Im Moment habe ich Zitrone im Klo hängen und das ist noch Orange, aber naja, ganz zufrieden bin ich damit nicht. Dann habe ich im DM Tempotaschentücher mitgenommen. Die sind bei uns im Moment hoch im Kurs. Brauche ich immer, nehme ich immer eine große Packung mit. Das sind 30 x 10 Stück drin. Die habe ich geholt. Dann habe ich im Norma einen Powerreiniger, Mega Power Entkalker, Seifenreste, Schmutz und Kalkflecken. Weil ich keinen Badreiniger mehr habe, habe ich mir den geholt. Die von den Billigmärkten sind ein bisschen aggressiver, auch im Geruch, aber der geht eigentlich. Ja, dann habe ich Spülmaschinentabs mitgenommen im Norma. Das ist auch ganz unspektakulär, da wechsle ich immer mal, ob DM, Norma, egal wo ich gerade bin und welche brauche. Ich habe zwar noch in meiner, ich fülle die immer ab in so eine Dose. Da sind noch ein paar drin, aber ja, was ich da habe, habe ich da, genau. Dann habe ich Binden mitgenommen. Ja, einmal im Monat braucht man das, ne? Und das gehört zum Leben dazu, von daher gehört es auch zu mir. Einmal extra long für den langen Popo, ne? 14 Binden Ultra, die habe ich auch im Norma mit, glaube ich, ja. Und dann so normale, also einmal mit Flügel, einmal normale. Ja, ich habe noch ein paar Päckchen mehr mitgeholt, das ich auf Vorrat habe, aber die habe ich im Schrank. Dann natürlich auch passend dazu Slip-Einlagen, wobei ich mit denen nicht ganz zufrieden bin, weil die sind, ja, vielleicht so lang. Das sind eher für so kleine Schlippis, aber Frau von heute braucht welche für die größeren Schlippis. Deswegen muss ich mal wieder die etwas längeren holen. Too much information. Die habe ich auch wieder mitgenommen. So, dann habe ich für meinen Mann einmal Pantene Pro-V nachgekauft. Das zeige ich euch nicht mehr, es wird nämlich langsam langweilig. Dann wollte ich mir im DM endlich mal wieder so ein Duschcreme-Dings irgendwas holen, wie das heißt, wo man sich nach dem Duschen nicht mehr eincremen muss, sondern einfach unter der Dusche. Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob es in eurem DM die noch gibt. Da gab es mal drei oder vier verschiedene. Mittlerweile habe ich nur noch den hier gefunden. Und irgendwie, entweder sind die im Ausverkauf oder gibt es nicht mehr oder was auch immer, keine Ahnung. Den nehme ich eigentlich nicht so gern mit diesem Duschsoft-Ölbalsam. Aber da ich wirklich keins mehr habe und wie gesagt, im Winter kaufe ich mir die immer,
weil schnell duschen und dann habe ich alles keine Lust zum Eincremen und da funktioniert das einwandfrei und ich habe nur noch, wie gesagt, die bekommen. Alles andere nur noch von Nivea und die möchte ich nicht. Ja, dann habe ich eben das hier genommen. Also wie gesagt, schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ob es bei euch im DM noch andere Sorten gibt. Keine Ahnung, ob die bei uns wieder reinkommen oder ob die ausverkauft sind oder ob die rausgehen. Ich weiß es nicht. Dann habe ich mich nach Weichspülern umgeguckt. Im Kaufland war Softlan für 88 Cent im Angebot. Da haben mir aber die Sorten nicht gefallen. Deswegen habe ich im DM mal rumgeguckt. Aber die haben auch nicht unbedingt welche Sorten, wo mir gefallen. Ich habe aber jetzt trotzdem mit, weil ich brauche. Einmal Vernell frischer Morgen, das ist der hier. Also ich weiß nicht, warum der so gehypt wird auf YouTube, keine Ahnung. Ich habe den jetzt schon zum zweiten Mal und ich muss sagen, naja, also frischer Morgen riecht bei mir anders. Riecht angeblich bis zu 10 Wochen, da bin ich mal gespannt. Was ich euch sehr empfehlen kann, aber das habe ich mir diesmal nicht nachgekauft, das werde ich mir wieder nachholen, ist von Vernell, glaube ich. Ist das, da gibt es drei, einmal in Weiß, Blau und Rosa, glaube ich, diese mit dieser Schleife vorne, diese Öl, irgendwas, keine Ahnung. Und die sind super. Also meine ganze Wohnung oder das ganze Haus riecht danach, wenn ich Wäsche gewaschen habe. Und da ich die Wäsche im Moment im Heizungskeller und oben stehen habe, durch das, dass es draußen ja nicht mehr trocknet, ne? Wir haben November, riecht wirklich alles und die Wäsche wird sowas von zart, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann noch meine Ariel-Tabs dazu, göttlich. Aber das hier, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ist das nicht so mein Geruch. Aber der war im Angebot. Und dann habe ich mir noch einmal von Lenoir Parfumelle Golden Orchidee mitgenommen. 7-mal längere Frische. Also der ist 10 Wochen und der nur 7-mal längere Frische. Naja, sind wir mal gespannt. Da habe ich das letzte Mal diesen blauen davon gehabt. Blau-weißen, keine Ahnung. Der hat ganz gut gerochen. Ich wechsle ja mal immer. Von daher, was im Angebot ist. Ja, jetzt habe ich den. Der riecht eigentlich ganz gut. Bin ich mal gespannt. Ja, dann habe ich mir im Müller so ein kleines Nutella-Glas mit, das habe ich euch schon gezeigt. Den Müller-Haul habt ihr schon im Vlog gesehen, der auch online ist. Das sind 25 Gramm, ich fand das einfach nur ultra süß. Dann habe ich im DM unspektakulär eine Handseife mitgenommen, wilde Seife, pures Erlebnis, mit Magnolien und grüner Teeduft von Balea, das ist die hier, weil ich oben im Bad keine mehr habe. Ja, dann habe ich mir im Müller diese Badeperlen von Kneipp, Palmarosa und Pfingstrose mitgenommen. Gönn dir was, belohne dich und fühle dich wunderbar. Das ist die hier. Das sind diese neuen, diese Dosen. Das sind so Badeperlen drin. Dann habe ich mir im DM wieder nachgekauft meine Nivea Soft. Die hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe ja diese Nivea, wo so eine ovale Dose ist, keine Ahnung. Und die benutze ich eigentlich immer. Das ist eine absolute Top-Empfehlung von mir. Also über die Creme geht nichts drüber, definitiv. Ja, die liebe ich und mir reicht so eine Creme auch echt lange. Deswegen habe ich die mir wieder nachgekauft. Ja, dann habe ich mir im Müller noch, lieben Gruß an die Coro 1981, die das bei uns aus dem Wanderpaket gezogen hat. Ich sag's nochmal, ja. Diese Dresdner Essenz Kuschelstunde Pflegebad mit holzig fruchtigem Duft, entspannend mitgenommen. Dann, ich habe Masken gekauft, im Übrigen drehe ich gleich ein Maskenvideo für euch. Einmal von Freundin Schäbens diese Winterzaubermaske. Ja, die schmeiße ich schon davon. Dann von Cardevera diese California Dreaming Maske, limitierte Edition. Für die Jungen ab 25. Und einmal für die Jungen ab 25 Cardevera Librogel Hydrogel Lip Patch Hyaluronmaske Aloe Vera mit Macadamianussöl, sofort pralle Lippen. Ja, kommt hin. Das ist die hier, genau. Ja, ich weiß, ich wollte keine Maske mehr kaufen. Dann habe ich mir im DM mit von Sauber, also heute laber ich einen Quatsch. Von Sauber, limitierte Edition, duftet nach Wasser.
duftet nach Wasserbad, wollte ich jetzt gerade sagen. Duftet nach Wassermelone, Knisterpflegebad, färbt weder Haut noch Wanne. Ja, ab und zu lebe ich auch mal ein Kinderbad. Und sind wir mal ehrlich, sind wir nicht alle noch irgendwo ein Kind, ganz tief unten in uns drin. Und ja, Wassermelone. Dann habe ich mit einem Badestern, limitierte Edition, duftet nach Cassis von Sauber. Jetzt sieht man auch, glaube ich, da hinten ein bisschen, ja. Und von Prinzessin Sternenzauber einen Badestern, duftet nach Pfirsich, das ist der hier. So, und dann habe ich, weil ich im Müller eigentlich nur diese Einhornmaske wollte, wo ich im Wanderpaket gesehen habe und ich habe sie nicht gekriegt, habe ich mir einfach von Tetisit das Bade, Kinderbadespaß mit Schaumbad, mein Einhorn, Schaumbad mit Erdbeerduft und hautgesunder Rezeptur. Was für Kinder schlecht ist, kann für Erwachsene nicht schlecht sein, ne? Oder nicht auch unbedingt gut sein. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mit Lebensmittelfarbe, frei von Silikonen, Paraffinen und Mineralölen. Fingerpuppen zum Spielen. Das sind die hier und die habe ich mir mitgenommen, ganz einfach. Ich habe kein Einhorn-Tick oder ich muss nicht auch alles haben, was ein Einhorn ist. Aber die haben mir gefallen, ich finde die süß. Und ja. Und dann habe ich mir meinen Daddy nachgekauft. Die Mami hatte schon verbraucht. Die hat extrem gelitten bei mir. Hat aber auch lange gehalten. Und jetzt habe ich mir den Scrub Daddy mal geholt. Weich im warmen Wasser und hart im kalten Wasser. Wisst ihr Bescheid. 4 cm geballte Kraft. Und verströmt beim Reinigen den Duft frisch geschnittener Zitronen und hat dieselbe Reinigungskraft wie der Original Scrub Daddy. Ja, ich musste mal kurz unterbrechen. Und zwar, wie gesagt, waren wir gerade beim Scrub Daddy. Den habe ich mir jetzt gekauft. Der hat auch wieder diese zwei Seiten. Und der riecht im Wasser nach Zitrone. Also deswegen habe ich ihn nicht gekauft. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere mal den Daddy aus. Die Mami habe ich ja schon verheizt. Ja, wie gesagt. Ja, und dann habe ich mir noch eine Jacke geholt. Passt zwar jetzt nicht ganz zum DM-Haul. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch trotzdem mal. Und zwar diese hier, die ist so ein bisschen gefüttert, genau, die hat auch hier eine schöne Kapuze, ist eigentlich eine ganz normale Jacke, hat 10 Euro gekostet und Selina wollte es euch ja das letzte Mal nicht zeigen, jetzt zeige ich es euch. Und zwar diesen Pullover hier habe ich ihr geholt, das ist der, ich finde den echt schön, der hat auch einen super Kragen oben, ja, genau. Ja, ihr Lieben, das war mein DM Kaufland Müller Hall. Mehr habe ich nicht gekauft, weil wie gesagt, ich habe nur das nachgekauft, was ich eigentlich brauche, mal abgesehen von den Masken. ja, ihr wisst ja, bei mir gibt es nicht immer diese spektakulären, riesengroßen DM Halls oder was weiß ich, weil ich wirklich nur das kaufe, was ich brauche. Außer ich kaufe jetzt mal für ein Tauschpaket oder was auch immer ein oder ich habe echt mal Bock, wirklich Wilk was zu kaufen, aber ansonsten kaufe ich eigentlich nur das, was ich brauche. Deswegen ist das, was DM-Halls betrifft, vielleicht der falsche Kanal, wenn man jetzt so einen riesen Kosmetik-Haul oder irgendwas erwartet. Aber ich weiß, dass es einige gerne gucken und ich gucke mir solche Halls auch gerne an und deswegen habe ich den natürlich gern für euch abgedreht. Jetzt kann ich die Sachen endlich verräumen und ich mache mir jetzt an mein anderes Video und dann werde ich noch ein bisschen wie euch vloggen und dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, mit hoffentlich deinem Däumchen hoch im nächsten Video wieder. Tschüss ihr Lieben!